In der Zinngießerei Barkhaus, die bis 1972 in Elberfeld bestand, war die Werkbank der Platz für alle Nebenarbeiten. An der Wand sind in einem Gehänge neben den Scheren, Zangen und Pfeilen auch zahlreiche Stichel untergebracht. Im Niederbergischen Museum Wülfrath, das die komplette Werkstatt 1972 übernommen und wieder aufgestellt hat, wurde der Arbeitsplatz so eingerichtet, wie er original auf dem alten Foto zu sehen war. Die Zinngießerei im Museum wird von den Mitarbeitern hauptsächlich zur Darstellung der verschiedenen Verrichtungen weiterbetrieben, wie sie bei der Übernahme vom 70-jährigen Zinngießermeister erlernt wurden. Dazu gehört auch das Gravieren von Zinngeschirr. Gravieren bedeutet, Teller, Becher oder Kannen mit Hilfe von scharfkantigen Sticheln verzieren, wobei Inschriften, Symbole und figürliche Darstellungen in das weiche Metall eingeschnitten werden. Auf dem Rand eines Zinntellers, der als Brautgeschenk gedacht ist, wird hier eine Inschrift angebracht. Beim Tischgeschirr war es meist ein ganzer Satz von 6 oder 12 Stück, der nach Wunsch der Kunden auf diese Weise ausgeschmückt wurde. Ein Helfer, der hier die Arbeit des Gießergesellen ausübt, bereitet schon den nächsten Teller zum Dekorieren vor. Wenn die Flächen mit Stahlwolle blank geputzt sind, wird der Teller über den Stempelamboss gelegt. Auf der Rückseite müssen nun die Marken oder Werkstattzeichen eingeschlagen werden. Der eine Stempel ist wappenartig geformt und weist das Niederbergische Museum Wülfrath als neue Fertigungsstätte aus. Der andere, der zum alten Werkstattinventar gehört, trägt das Engelszeichen der Zinngießerfamilie Barkhaus, deren Handwerkstradition bis in das 18. Jahrhundert zurückreicht. Teller und anderes Zinngeschirr gehörten im Bergischen früher zur üblichen Brautaussteuer. Wenn sie als Hochzeitsgeschenk hervorgehoben werden sollten, ließ man auf ihnen gerne ein Herz als Symbol für die eheliche Verbindung anbringen. Rechts und links davon war der Platz für die Initialen der beiden Brautleute. Das Ganze wurde eingerahmt durch die Abkürzungen für Anno Domini und die Jahreszahl. Im Wülfrather Museum wird diese alte Tradition fortgeführt, wenn in besonderen Fällen Bestellungen übernommen werden. Das Anbringen von Gravuren in figürlicher Form oder als Inschrift gehörte zu den Fertigkeiten des alten Zinngießermeisters. Der Leiter des Wülfrather Museums, der eine besondere Begabung für das Grafische entwickelte, hat die Techniken von ihm übernommen. Für größere Aufträge wurden früher auch gelernte Graveure herangezogen. Bei den Goldschmieden zum Beispiel, die unter anderem Eheringe mit Inschriften versehen, gehört die Gravierkunst bis heute zur üblichen Ausbildung. Wenn Silberpokale als Vereinstrophäen, Schützenplaketten oder wertvolles Essbesteck verziert werden sollen, benutzt man heute allerdings meist elektrisch angetriebene mechanische Graviergeräte. Die modernen Instrumente, die rotierend arbeiten, eignen sich auch zum Ausheben von Flächen. Mit dem Handstichel lassen sich Figuren breitflächig anlegen, indem man dicht nebeneinander schraffurartige Linien zieht. So, hiermit bin ich gleich soweit. Dann kannst du den jetzt übernehmen und kannst weitermachen. Die fertig bearbeiteten Stücke müssen stets am Werktisch nachbehandelt werden. So, hier kannst du Glase wegnehmen und polieren. Und so, danke, mache ich hier weiter. Zunächst werden mit dem Schabeisen die Grate entfernt, die der Stichel beim Einschneiden der Linien aufgeworfen hat.
Die Schabekante an der Unterseite des Eisens ist so geformt, dass sie etwa der Tellerwölbung entspricht. So lassen sich die losen Zinnreste leicht abstreifen. Mit dem vorne gerundeten Eisen, das keine Schneide besitzt, kann man anschließend den gravierten Tellerrand glätten. Zum Schluss wird noch einmal das scharfkantige Gerät herangeholt, um die letzten überstehenden Teile abzuschaben. Die verbleibenden Arbeitsspuren lassen sich mit der Stahlwolle besonders gut entfernen, die man sonst zum Polieren braucht. Auf dem Werktisch steht die Blechdose mit Pottlohe schon bereit. Der Helfer trägt sie mit einem Lappen auf die gravierte Stelle auf und streicht sie sorgfältig in die Vertiefungen ein. Wenn anschließend die Schwärze wieder abgewischt wird, bleibt sie in den eingravierten Linien zurück. Auf diese Weise erreicht man, dass Inschriften und Figuren auf dem silberfarbenen Zinn deutlich hervortreten. Beim Gravieren arbeiteten die Zinngießer früher meist nach Vorlagen, die sie sich in einem Musterbuch zusammengetragen hatten. Dazu gehörten auch schmuckvolle Buchstabenalphabete für Initialen. Hier wird nach freiem Entwurf gearbeitet, den der Graveur zuvor mit Bleistift auf Papier gezeichnet hat. Er überträgt die Grafik nicht durch Abpausen, wie dies früher üblich war. Die Zeichnung zeigt den Erzengel Michael als Drachentöter. Die Figur wird mit einem breit zeichnenden Stift aus freier Hand auf den Tellerboden kopiert, sodass sie die Fläche ganz ausfüllt. Solche Heiligendarstellungen waren früher besonders bei Patengeschenken beliebt, die zur Kindtaufe überreicht wurden. Sie wurden zu diesem Zweck von den Kunden eigens in Auftrag gegeben, die vielfach auch den Namen des Heiligen als Inschrift wünschten. Zinnteller mit dem Namenspatron der Täuflinge gehörten nicht zum gewöhnlichen Essgeschirr. Sie galten als Repräsentationsstücke und hielten auch später die Erinnerung an den Taufpaten wach. Das Vorbild für die Figur des heiligen Michael mit Brustharnisch und großen Flügeln stammt von einer älteren Zinnarbeit, die zu den Museumsstücken gehört. Die Zeichnung mit der vielgliedrigen Komposition eignet sich besonders gut zur Herstellung einer wirkungsvollen Gravur. Wenn das Bildmotiv übertragen ist, beginnt man zunächst mit dem zugespitzten Stichel die Konturen herauszuarbeiten. Obwohl Zinn zu den weicheren Metallen gehört und obwohl die Schneide des Stichels scharf geschliffen ist, muss man das Stecheisen beim Eintiefen des Stichs mit gleichbleibendem Druck hin und her bewegen. Dabei wird ein feiner Zinnspan aus dem Untergrund abgehoben. Mit dem Schnitt, der immer vom Körper weggeführt wird, um beim Abrutschen Verletzungen zu vermeiden, werden zunächst die Umrisslinien der Zeichnung eingetieft. Bei der Arbeit in der Zinngießerwerkstatt gehörte die Lederschürze zur üblichen Ausrüstung. Für das Herrichten eines Tellers in dieser Größe mit reicherem Figurenschmuck benötigte man früher wie heute gut einen halben Tag. Außer dem Spitzstichel zum Eingraben der Linien waren auch Graviereisen mit stumpfwinkliger, runder und gezackter Schneide in Gebrauch. Sie sind hier neben der Lupe, dem Zollstock und dem Zirkel zum Übertragen der Abmessungen in größerer Anzahl bereitgelegt. Hartmut, ist nicht mehr scharf. Bist du so nett und machst mir den mal scharf?
Damit sich stets ein sauberer Schnitt ergibt, müssen die Gravierinstrumente mehrmals nachgeschärft werden. Die Schneide ist bei den Grabsticheln wie eine kleine Fläche angelegt, die zunächst mit einer Feile scharfkantig nachgearbeitet wird. Zum Glätten der rauen Oberfläche nimmt man einen mit Wasser befeuchteten Abziehstein. Er wird in Wülfrath auch als Aftreckstein oder Speckstein bezeichnet. Zum Schärfen der Stichel verwendete man früher sogenannte belgische Brocken, die aus besonders feinkörnigem Material bestanden und die von Wanderhändlern auf Jahrmärkten feilgeboten wurden. Der ist aber scharf, du. Da musst du ganz schön vorsichtig sein. Ja, scharf wie ein solider Messer. Kannst du mir den halbbraten Ort gleich machen, der taugt auch nicht mehr viel. Um die frisch geschärfte Schneide prüfen zu können, hat sich der Graveur einen Streifen Rotzinn zurechtgelegt. Die scharfe Probe mit dem Daumen vermittelt das Gefühl für die Tauglichkeit zum Gravieren. Auf dem Tellerboden sind inzwischen die Konturen der Abbildung fast vollständig ausgeschnitten. Wo sie zu schwach erscheinen, werden sie jetzt mit dem frisch geschliffenen Spitzstichel nachgezogen. Auf diese Weise lässt der Graveur die Umrisslinien besonders deutlich hervortreten. Die Späne, die im Laufe der Arbeit anfallen, werden verwahrt und beim Zinngießen zur Schmelze gegeben. Bei der Bearbeitung der Flächen verwendet man Stichel mit breiterem Schnitt, mit denen sich stärkere Späne aus dem Zinn herausheben lassen. Je nach Profil lässt sich damit eine plastische Wirkung der verschiedenen Flächenausschnitte erzielen, die bei Lichteinfall besonders stark zur Geltung kommt. Das Gefieder der Flügel kann auf diese Weise schmuckvoll ausgestaltet werden, ebenso Teile der Panzerung. Neben der Gravur kannte man früher auch andere Techniken zum Verzieren von Zinngeschirr, von denen das Punzen die größte Verbreitung hatte. Dabei wurden mit stempelartigen Punzeisen Vertiefungen in die Metalloberfläche eingeschlagen. So konnte man mit Perlen, Sternen, Blüten oder Blattmustern vielfältige Linien- oder Flächenornamente aufbringen. Figürliche Abbildungen lassen sich besser durch das Einschneiden von Gravuren gestalten. Es gab immer Liebhaber, die solchen Arbeiten auch den größeren künstlerischen Wert beimaßen. Als man sich in den besser gestellten bürgerlichen Schichten seit Mitte des vorigen Jahrhunderts Familienwappen zulegte, kam es in der Gravierkunst, die mit der Stempelschneiderei verwandt ist, zu einem bemerkenswerten Aufschwung. Dies gilt auch für die Zinngießer. Obwohl das Zinngeschirr allmählich von Porzellan abgelöst wurde, ließ man sich Wappenteller und Trinkgefäße oder Kannen vielfach mit dem Familienemblemen herstellen. So, guck mal hier, Armut, ist ganz nett geworden. Nimmst du den mal an? Soll ich dir die Farbe für Mina mitbringen? Ah ja, den muss ich noch fertig machen. Danke. So. Wie der Hochzeitsteller muss auch der fertig geschnittene Patenteller, der den Namenspatron Michael zeigt, verkaufsfertig hergerichtet werden. Nach dem Abstreifen der Grate und nach dem Polieren wird die Pottlohe mit dem Lappen besonders sorgfältig aufgetragen. Damit die Schwärze, die früher auch zum Scheuern der eisernen Herdplatte in der Küche benutzt wurde, in alle Verästelungen der eingravierten Linien gelangt,
muss sie gleichmäßig über die ganze Fläche verteilt und eingerieben werden. Nach einem anderen Verfahren wusste man die Gravur mit einer Spezialflüssigkeit hervorzuheben, die die Wirkung einer Patina hatte. Beide Mittel hielten sich in den Gravuren auch bei der Benutzung des Geschirrs. Solche Schmuckteller werden heute bei besonderen Anlässen als Dankesgaben hergestellt. Im Niederbergischen Museum Wülfrath wird auf diese Weise die Kunstfertigkeit des Elberfelder Zinngießermeisters Barkhaus weiter gepflegt und bewahrt.